Jenseits unserer Alltagsrealität liegt eine atemberaubende Welt. Ein Kosmos voller Geheimnisse. Der Physiker und Bestsellerautor Brian Greene nimmt uns mit auf eine Reise, die unser Bild von der Welt in Frage stellen wird. Warum entwickeln sich Ereignisse niemals in umgekehrter Reihenfolge? Das wäre durchaus möglich. Wir erforschen die interessantesten Bereiche des Kosmos. Von schwarzen Löchern über den Urknall bis hin zum Wesen der Materie. Ich möchte dasselbe wie er. Hier ist unser Universum vielleicht nur eine von zahlreichen Parallelrealitäten und die dreidimensionale Welt nur eine Illusion. Und es gibt keine Trennung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber wie können wir bei etwas scheinbar so Vertrautem einer solchen Täuschung unterliegen? Natürlich beschäftigt uns das. Es gibt kein Naturgesetz, das besagt, dass theoretische Physiker glücklich sein müssen. Diese alles verändernde Perspektive eröffnet uns eine ganz neue Welt mit ungeahnten Möglichkeiten. Was wäre, wenn fortwährend neue Universen entstehen? Somit war der Urknall kein einmaliges Ereignis. Und unsere Welt wäre nur eine von vielen Parallelwelten. Irgendwo gibt es ein Duplikat von Ihnen, von mir und allen anderen. Leben wir in einem Universum oder in einem Multiversum? Unsere Reihe Der Stoff, aus dem der Kosmos ist, sucht darauf eine Antwort. New York. Es heißt, die Stadt sei einmalig. Hier leben 8 Millionen Menschen. Es gibt zahllose Bauwerke, Monumente und Sehenswürdigkeiten. Sie alle sind einzigartig. Oder zumindest glauben wir das. Dass etwas einzigartig ist, ist für uns so selbstverständlich, dass wir nie daran zweifeln. Unsere Wahrnehmung sagt uns, dass Menschen und Objekte einzigartig sind. Wieso würden wir sonst im Museum bedeutende Meisterwerke betrachten? Doch nun tritt ein neues Bild des Kosmos zutage, in dem nichts einzigartig ist. Ich spreche hier nicht von Fälschungen. Vielmehr ist hier die Rede von etwas viel Tiefgreifenderem, von einem neuen Bild des Kosmos, das den Grundgedanken der Einzigartigkeit in Frage stellt, wo Duplikate sogar unvermeidlich sind. Nicht nur könnte es Duplikate von Objekten geben, sondern von Ihnen, von mir und allen anderen. Doch wenn dieses neue Bild zutrifft, wo sind diese Duplikate? Und wieso haben wir sie noch nie gesehen? Die Antwort liegt möglicherweise außerhalb unseres Universums. Es gab eine Zeit, da bezeichnete das Wort Universum die Gesamtheit aller Dinge. Die Vorstellung, dass es mehr als ein Universum gibt, mehr als ein Alles, schien unmöglich. Doch wenn wir über unser Sonnensystem hinausgehen könnten, über die Milchstraße hinaus, sogar über andere entfernte Galaxien hinaus, über den Rand des beobachtbaren Universums hinaus, würden wir vielleicht feststellen, dass es dort noch mehr gibt. Viel mehr, dass unser Universum nicht das einzige ist. Es könnte andere Universen geben. Es wäre sogar möglich, dass fortwährend neue entstehen. Wir könnten tatsächlich in einem expandierenden Ozean sich multiplizierender Universen leben, einem Multiversum. Und in manch dieser anderen Universen herrschen vielleicht so grundlegend andere Naturgesetze vor, dass Materie, wie wir sie kennen, dort nicht existieren kann. In wieder anderen gibt es vielleicht Galaxien, Sterne oder sogar einen Planeten, der zwar vertraut aussieht, aber überraschende Unterschiede aufweist.
Und wenn es unendlich viele Universen im Multiversum gibt, existiert vielleicht auch irgendwo eines, das fast identisch ist mit unserem. Bis auf kleine Details. Zum Beispiel gibt es dort vielleicht einen anderen Brian Greene, der einen anderen Beruf ausübt. Wenn das Multiversum tatsächlich unendlich ist, wird man vielen Möglichkeiten ins Auge sehen müssen, die nur schwer vorstellbar sind. Es wird andere Alan Guths geben, die exakt so aussehen, denken und handeln wie ich. Und wieder woanders welche, die fast gleich sind, nur mit kleinen Unterschieden. Ist es Naturwissenschaft? Ist es Metaphysik? Philosophie? Ist es Religion? Physiker sagen einfach, folgen wir der Logik. Und die Logik scheint dorthin zu führen. Eine zunehmende Zahl von Wissenschaftlern denkt, das Multiversum könnte der letzte Schritt in einer langen Reihe unseres immer wieder radikal revidierten Weltbildes sein. Es gab eine Zeit, da glaubten wir, die Erde wäre der Mittelpunkt des Universums und alle anderen Himmelskörper würden uns umkreisen. Und dann kamen Wissenschaftler wie Galileo und Kopernikus und sie zeigten uns, dass die Sonne und nicht die Erde der Mittelpunkt unseres Sonnensystems ist. Und unser Sonnensystem ist nur ein kleiner Flecken am Rande einer gigantischen Galaxie. Und unsere Galaxie ist nur eine von Hunderten von Milliarden anderer Galaxien. Und alle diese Theorien klangen anfänglich völlig absurd, doch heute stellen wir sie überhaupt nicht mehr in Frage. Mit der Theorie eines Multiversums könnte es ähnlich sein. Sie erfordert womöglich nur einen drastischen Wandel unserer Perspektive. Andere Wissenschaftler wiederum denken, das Multiversum führt die Physik nur in eine Sackgasse. Mir ist eher unwohl mit der Multiversum-Theorie. Bis sie wissenschaftlich fundiert ist, muss noch viel geschehen. Das existiert ungefähr so, wie Engel existieren könnten. Wenn ich wetten müsste, würde ich zurzeit auf das Multiversum setzen. Es bestehen gute Chancen, dass das Multiversum real ist. Und irgendwann werden wir davon überzeugt sein. Woher stammt nun diese Theorie? Und welche Beweise gibt es dafür? Nun, zahlreiche Entdeckungen deuten darauf hin, dass wir tatsächlich Teil eines Multiversums sind. Eine dieser Entdeckungen hat mit der gängigen Theorie der Entstehung unseres Universums zu tun, dem Urknall. Dieser Theorie zufolge entstand unser Universum vor ca. 14 Milliarden Jahren nach einer gewaltigen Explosion. Im Laufe von Jahrmilliarden kühlte sich das Universum ab und durch Verschmelzungsprozesse entstanden Sterne, Planeten und Galaxien. Infolge dieser Explosion expandiert das Universum bis heute. Doch wenn wir die Entstehungsgeschichte unseres Universums zurückspulen könnten bis zum Ursprung, würden wir feststellen, dass die Urknalltheorie nichts darüber aussagt, was der Explosion vorangegangen war. Sie heißt Urknalltheorie, doch im Grunde sagt sie nichts über den Urknall selbst aus. Was hat geknallt, wieso hat es geknallt und was ist vor dem Knall passiert? Was war der Auslöser für diese gewaltige Explosion? Welche Kraft könnte es gewesen sein? Auf der Suche nach der Ursache stießen die Wissenschaftler auf das Multiversum. Ein Physiker, dessen Forschungen zur Grundlage der Multiversum-Theorie beitrugen, ist Alan Guth. Heute ist er Professor am MIT. Doch 1979 arbeiteten er und sein Kollege Henry Tai an einer neuen Theorie darüber, wie sich Teilchen im frühen Universum gebildet haben könnten. Henry fragte sich, ob unser neues Modell Einfluss auf die Expansionsrate des Universums haben würde.
Sie hatten ursprünglich nicht vor, die Expansionsrate des Universums unmittelbar nach dem Urknall zu untersuchen. Doch Henry Tighes Frage veranlasste Guth, die Berechnungen noch einmal durchzugehen. Ich ging die Berechnungen nochmals sehr sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt war. Zu nächtlicher Stunde fiel Guth in den Gleichungen über Teilchenbildung im frühen Universum etwas Außergewöhnliches auf. Diese neue Teilchentheorie musste sogar eine enorme Auswirkung auf die Expansionsrate des Universums haben. Der von uns berechnete Ablauf würde das Universum in eine unglaubliche Expansion treiben. Guth hatte in den Gleichungen einen Beweis dafür entdeckt, dass unter den Bedingungen des frühen Universums Gravitation umgekehrt wirken kann. Statt Dinge anzuziehen, würde diese abstoßende Gravitation alles auseinandertreiben und eine gigantische Expansion auslösen. Ich war ganz aus dem Häuschen und trug all das sofort in mein Notizbuch ein. Und darunter schrieb ich spektakuläre Entdeckung. Denn mir war klar, dass das von enormer Bedeutung sein konnte. Durch die Entdeckung der abstoßenden Gravitation hatte Alan Guth unbeabsichtigt Licht auf den Ursprung des Urknalls geworfen. Mathematisch beschrieben war diese Kraft so enorm, dass sie ein winziges Stück Weltraum von der Größe eines Moleküls auf die Größe der Milchstraße aufblasen konnte, in weniger als einem Milliardstel eines Milliardstels eines Milliardstels eines Lichtschlags. Nach diesem unvorstellbar kurzen Ausbruch dehnte sich der Weltraum langsam weiter aus und kühlte zunehmend ab, sodass sich Sterne und Galaxien bilden konnten, so wie es die klassische Urknalltheorie beschreibt. Alan Guth nennt diesen kurzen Expansionsausbruch Inflation. Und seiner Ansicht nach erklärt sie, was der eigentliche Auslöser der Expansion des Universums war. Die gewaltige, abstoßende Gravitation der Inflation war der Knall im Urknall. Doch trotz dieser bedeutsamen Entdeckung hatte Alan Guth damals andere Sorgen. Ich wusste nicht, wie es beruflich weiterginge und suchte eine feste Anstellung. Ich ging dann mit meiner Theorie auf eine Vortragsreise. Plötzlich fand die Theorie großen Anklang. Die Vorträge waren rappelvoll mit Leuten aus allen Gebieten der Physik. Viele theoretische Astrophysiker, wie auch ich, waren sehr enthusiastisch. Eine sehr aufregende Zeit. Wenn man eine wirklich gute Idee hat, die die Forschung vorantreibt, hören die Leute einem natürlich zu. Es war ein tolles Gefühl, dieser plötzliche Sprung vom unbekannten Postdoktoranden hinein in die Oberliga. Es war gar nicht so leicht zu verkraften, aber fühlte sich natürlich gut an. Was die Inflationstheorie so interessant machte, war, dass ihre Vorhersagen überprüfbar waren. Die Wissenschaftler erkannten, wenn die Theorie korrekt war, musste sich der Beweis dafür am Nachthimmel finden. Stellen Sie sich vor, wir könnten die Sonne abschalten und alle Sterne entfernen. Wenn dann die nach wie vor vorhandene Restenergie für unser Auge sichtbar wäre, würden wir überall im Kosmos ein schwaches Glühen sehen. Dieses Strahlenmeer nennt sich kosmischer Mikrowellenhintergrund. Er ist der letzte Überrest der Hitze nach dem Urknall. Der Theorie zufolge hatte die gewaltige Raumexpansion während der Inflation auf dieser Strahlung einen Abdruck hinterlassen. Dieser verräterische Fingerabdruck hatte ein präzises Temperaturschwankungsmuster mit heißeren Flecken und kälteren Flecken, das ungefähr so aussehen sollte. Aber erst ungefähr 10 Jahre später war man technisch in der Lage, diese Hypothese überprüfen zu können. 1989 schoss die NASA den Satelliten Cosmic Background Explorer ins All. Und 2001 seinen Nachfolger WMAP. Nun stand die Inflationstheorie auf dem Prüfstand.
Beide Missionen lieferten enorm präzise Messungen der Strahlung. Die Ergebnisse waren eindeutig. Die im Kosmos gemessenen Temperaturschwankungen waren nahezu identisch mit den Vorhersagen der Inflationstheorie. Eine Theorie erlangt erst dann Gültigkeit, wenn ihre Vorhersagen bestätigt werden. Die WMAP-Daten bestätigen die Inflationstheorie, und das ist überzeugend. Die Inflationstheorie hätte auch durchaus versagen können. Doch dann kamen die Daten rein und die Theorie hat mit Bravour bestanden. Diese Forschungsergebnisse waren ein Meilenstein auf dem Weg zu unserem Verständnis vom Ursprung des Universums. Doch bald sollten zwei russische Physiker entdecken, dass das Inflationsmodell ein unglaubliches Geheimnis beinhaltet. Unser Universum ist möglicherweise nicht allein. Einer dieser russischen Physiker war Andrei Linde, der bereits herausragende Beiträge zur Inflationstheorie geleistet hatte. Der andere war Alex Vilenkin, der zufällig eine der Gastvorlesungen von Alan Guth gehört hatte. Sein Vortrag war großartig. Ich war ihm vorher noch nie begegnet und was ich da hörte, kam ziemlich unerwartet. Mit einem Schlag löste die Inflation viele Probleme der Urknalltheorie. Das war wirklich bemerkenswert. Ich ging sehr beeindruckt nach Hause. Alex Vilenkin war so beeindruckt, dass er noch monatelang über die Inflation nachgrübelte. Die besten Ideen kommen mir beim Duschen, was ich gern ausgiebig tue. Vilenkin fragte sich, was den Prozess der Inflation zu einem Ende bringen würde. Wie würde der Übergang vonstatten gehen? Was würde in dem Moment geschehen, in dem die Inflation endet? Während ich darüber nachdachte, kam mir die Idee, dass die Inflation nicht überall gleichzeitig endet. Vilenkin wurde plötzlich klar, dass, wenn die Inflation nicht überall gleichzeitig endet, es immer Regionen im Universum gibt, wo sie sich fortsetzt. Mit dieser Vorstellung war der Urknall kein einmaliges Ereignis. Es gab viele Urknalle vor unserem eigenen. Und es werden sich auch in Zukunft noch zahllose weitere ereignen. Es war ein faszinierendes und unerwartet neues Bild, in dem die Inflation in bestimmten Teilen endet, in anderen aber ewig weitergeht. Es finden immer neue Urknalle statt, immer neue Universen werden geboren und ergeben ein ewig expandierendes Multiversum. Linde und vor allem Vilenkin vertraten die These, dass die Inflation vielleicht nie endet, dass dieser Prozess immer wieder stattfindet und dadurch ein Universum nach dem anderen entsteht. War das nun eine wissenschaftliche Revolution oder nur eine löcherige Theorie? Die Theorie wurde bekannt als ewige Inflation. Und Sie können sie sich ungefähr so vorstellen. Nehmen wir an, dieser Käseleib wäre der gesamte Weltraum, bevor sich Sterne und Galaxien bildeten. Der Inflationstheorie zufolge ist der Raum gleichmäßig gefüllt mit immens viel Energie. Und diese Energie lässt ihn mit enormer Geschwindigkeit expandieren. Während er das tut, entlädt sich hier und da Energie. So ähnlich wie Funkenbildung bei statischer Elektrizität. Nur wäre das statische Elektrizität in kosmischem Ausmaß. Und wenn die sich entlädt, wandelt sich diese Energie rasant schnell in Materie, in Form von winzigen Teilchen. Dieser Prozess ist die Geburt eines neuen Universums, was wir herkömmlich als Urknall bezeichnet haben. In diesen neuen Universen, sozusagen in den Löchern im Käse, expandiert das All weiter, allerdings langsamer. Und manchmal bilden sich Galaxien, Sterne und Planeten, ähnlich wie wir sie heute in unserem Universum sehen können.
Gleichzeitig herrscht im All außerhalb dieser neuen Universen nach wie vor eine immens hohe Energiedichte, wodurch es weiterhin rasant schnell expandiert. Und im weiter expandierenden All entlädt sich die Energie an immer neuen Stellen. Und mit diesen Urknallen entstehen weitere Universen. Und dieser Prozess könnte ewig so weitergehen. Mit anderen Worten, der ewigen Inflation zufolge ist dieser Käse mehr eine Art Löcherkäse, in dem sich endlos neue Universen bilden und ein Multiversum schaffen. Das Multiversum, eine logische Schlussfolgerung der ewigen Inflation. Doch wie Alex Vilenkin bald feststellte, eine Theorie, die nicht so leicht akzeptiert wurde. Ich dachte, ich hätte eine wichtige Erkenntnis über das Universum gewonnen. Und ich wollte das meinen Physikerkollegen mitteilen. Und einer der ersten musste natürlich Alan Guth sein. Quantum fluctuations in the scalar field are different in different regions in space. Ich dachte, er würde das spannend finden. Aber es lief anders als geplant. Inflation will last longer than in others. Als ich ihm meine neue Theorie des Universums darlegte, sich ausdehnende Regionen und so weiter, bemerkte ich, dass Alan einzunicken begann. Ich war darüber natürlich ziemlich unglücklich. Und ich dachte, es wäre wohl besser, ich würde gehen. Das Problem war, dass es offenbar keine Möglichkeit gab, ein Multiversum nachzuweisen. Nicht nur expandiert jedes einzelne Universum, auch der dazwischenliegende Raum expandiert. Das bedeutet, dass nichts, nicht einmal Licht, von einem dieser anderen Universen zu uns gelangen kann. Physiker reagierten nicht gerade erfreut auf die Theorie der ewigen Inflation. Sobald ich ihnen sagte, dass ich ihnen etwas über Dinge jenseits unseres Horizonts erzählen wollte, die sich im Prinzip nicht beobachten lassen, verloren die meisten von ihnen schon das Interesse. Alex Vilenkin war überzeugt von der Bedeutung der ewigen Inflation, doch andere waren skeptisch. Und er legte die Arbeit an seiner Theorie erst einmal ad acta. Wer will über ein Universum reden, das man nie sehen wird? Es kann nicht überprüft werden. Man könnte argumentieren, dass das nicht wirklich Wissenschaft ist. Wie kann man sich seiner Existenz sicher sein, wenn man das Multiversum nie sehen kann? Wir können nur unsere kleine, expandierende Galaxienwolke sehen. Wie soll man es also überprüfen? Man kann weder beweisen, dass das Multiversum existiert, noch dass es nicht existiert. Wieso also daran glauben? Vilenkin versuchte, nicht mehr darüber nachzudenken. Ohne fundierte Beweise schien seine Theorie am Ende. Viele meinten, das sei keine Wissenschaft, über etwas zu reden, das man nicht sehen kann. Also beschäftigte ich mich fast 10 Jahre nicht mehr damit. Unterdessen hatte André Linde, unabhängig von Vilenkin, eine eigene Version der ewigen Inflation entwickelt. Doch im Gegensatz zu Vilenkin ließ er sich nicht entmutigen. Vielleicht bin ich ein bisschen arroganter. Als mir die Idee vom Multiversum kam, begriff ich, dass das die vielleicht bedeutendste Sache meines Lebens war. Und wenn andere nichts davon hören wollten, war das deren Problem. Linde veröffentlichte über ein Dutzend wissenschaftlicher Artikel und erntete in erster Linie Skepsis. Es schien, als wollte niemand etwas von der Idee eines Multiversums hören. Wenn die Gleichungen der ewigen Inflation der einzige Hinweis auf die Existenz des Multiversums gewesen wären, wäre das womöglich das Ende gewesen.
Doch die Multiversum-Theorie erhielt unerwartet Unterstützung von zwei Fachgebieten der Physik. Das eine war die String-Theorie, die beschreibt, wie das Universum auf kleinster Ebene funktioniert. Das andere war eine erstaunliche Entdeckung, die Astronomen machten, als sie das Universum auf größter Ebene erforschten. Eine Entdeckung, die nur zu erklären wäre, wenn wir Teil eines Multiversums wären. Es hat mit der Expansion des Universums zu tun. Ein Beispiel? Wir wissen, was passieren wird, wenn ich den Ball in die Luft werfe. Er fliegt hoch und verlangsamt sich aufgrund der Gravitation. Das Universum expandiert, und die Astronomen nahmen an, dass sich die Ausdehnung durch die Anziehungskraft der Sterne und Galaxien verlangsamen würde, so wie der Ball aufgrund der Erdanziehungskraft abgebremst wird. Doch als sie dann Messungen anstellten, stießen sie auf etwas Verblüffendes, etwas, das die Grundfesten der Physik erschütterte. Das Universum dehnt sich nicht immer langsamer aus, sondern immer schneller. Das ist so, als wenn ich diesen Baseball werfen würde und er, anstatt langsamer zu werden, immer schneller werden würde. Wenn Sie das sehen würden, würden Sie vermuten, dass irgendeine unsichtbare Energie der Schwerkraft entgegenwirkt und den Ball dazu zwingt, sich immer schneller zu entfernen. Die Astronomen kamen beim Universum zu demselben Schluss, dass irgendeine im All befindliche Form von Energie alle Galaxien auseinandertreibt und die Expansion dadurch beschleunigt. Weil wir diese Energie nicht sehen, nannten die Astronomen sie dunkle Energie. Sie gehört zu den bedeutendsten experimentellen Entdeckungen in der Geschichte der Wissenschaft. Die meisten von uns hat das total überrascht. Wir sind immer noch dabei, das zu begreifen. Die Entdeckung, dass dunkle Energie alle Galaxien in unserem Universum mit zunehmender Geschwindigkeit auseinandertreibt, war schon überraschend. Aber noch überraschender war die große Kraft dieser dunklen Energie. Über ein Jahrzehnt lang konnten die Wissenschaftler nicht erklären, wieso so merkwürdig viel davon im leeren Raum existiert. Aber dieses Rätsel scheint leichter lösbar, wenn wir Teil eines viel größeren Multiversums wären. Die Idee, dass der Weltraum überhaupt Energie besitzt, klingt seltsam. Aber die Quantenmechanik, eine Theorie, die sich mit Molekülen und Atomen beschäftigt, sagt uns, dass im Mikrokosmos sehr viel Aktivität herrscht. Aktivität, die Energie zum Weltraum beisteuern kann. Und die durch diese mikroskopische Aktivität produzierte Energiemenge ist enorm groß. Als Astronomen die Energiemenge berechneten, die sich tatsächlich dort draußen befindet, die Energiemenge, die erforderlich ist, um die Galaxien mit der beobachteten Beschleunigung auseinanderzutreiben, erhielten sie folgende Zahl. Ein Dezimalkomma gefolgt von 122 Nullen und einer 1. Eine unglaublich winzige Menge, nahezu null, und sie entsprach überhaupt nicht der theoretischen Vorhersage. De facto ist sie Billionen und Billionen und Billionen und Billionenfach kleiner. Eine kolossale Diskrepanz. Wir haben alles versucht, um zu erklären, warum diese dunkle Energie so klein ist, wie sie ist. Wir haben alles versucht und alles hat versagt. Hoffnungslos. Der schlimmste Fehlschlag bei der Berechnung einer Größenordnung in der Geschichte der Wissenschaft. Das beschäftigt uns absolut. Die Entdeckung, dass sich im Weltraum so viel weniger Energie befindet, als die Theorie vorhergesagt hat, ist kein rein akademisches Problem. Die präzise Kraft dieser abstoßenden Gravitation hat tiefgreifende Auswirkungen auf uns alle. Zum Beispiel, würde ich die Kraft der dunklen Energie nur ganz leicht erhöhen, indem ich 4 oder 5 dieser Nullen streiche, würde das Universum radikal anders aussehen. Denn eine etwas stärkere dunkle Energie würde alles so schnell auseinandertreiben, dass Sterne, Planeten und Galaxien nie entstanden wären,
Und das bedeutet schlichtweg, wir würden gar nicht existieren. Und dennoch sind wir da. Wieso ist die Menge an dunkler Energie so viel geringer, als unsere Theorie vorhersagt? Dabei aber genau richtig, um die Entstehung von Galaxien, Sternen, Planeten und Leben zu ermöglichen? Wir wissen es einfach nicht. Die Diskrepanz zwischen theoretischer Vorhersage und den Beobachtungen der Astronomen ist eines der großen Rätsel, vor denen die Wissenschaft heute steht. Aber wenn wir tatsächlich in einem Multiversum leben würden, wäre die dunkle Energie womöglich gar kein so mysteriöses Rätsel. Wenn wir Teil eines Multiversums wären, würde der gemessene Wert der dunklen Energie sogar absolut Sinn ergeben. Ich habe reserviert auf den Namen Green. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie checken in ein Hotel ein und bekommen eine Zimmernummer wie diese. 10 Millionen und 1. Danke. Angenehmen Aufenthalt. 10 Millionen und 1 wäre eine ziemlich seltsame Zahl für eine Zimmernummer. Und sie würde einen überraschen. Genau wie der Wert der dunklen Energie in unserem Universum eine Zahl ist, die die Wissenschaftler überrascht hat. Aber die Sache ist die, wenn dieses Hotel immens viele Zimmer hätte, sagen wir Milliarden über Milliarden, wäre diese Zimmernummer gar nicht so überraschend. In einem so großen Hotel würde man ein Zimmer mit dieser Nummer durchaus erwarten. Und in einem Multiversum mit einer immens großen Zahl von Universen, alle mit einem anderen Wert an dunkler Energie, würde man auch ein Universum mit einem so kleinen Wert erwarten. Wenn man sich jedes dieser Zimmer als Universum denkt, mit verschiedenen Werten an dunkler Energie, dann würden in den meisten keine Bedingungen herrschen, unter denen sich Leben entwickeln kann, wie bei uns. Das liegt daran, dass der Wert der dunklen Energie die Entstehung von Galaxien, Sternen und Planeten nicht zulassen würde. Universen mit wesentlich weniger dunkler Energie als in unserem würden in sich zusammenstürzen. Und Universen mit wesentlich mehr Energie als in unserem würden sich so schnell ausdehnen, dass Materie gar keine Chance hätte, sich zu verbinden und Sterne und Galaxien zu formen. Wir befinden uns natürlich in einem Universum, wo der Wert der dunklen Energie lebensfreundlich ist. Sonst wären wir nicht hier und würden darüber reden. Wenn wir also Teil eines Multiversums sind, ist das Rätsel der dunklen Energie gar nicht mehr so rätselhaft. Aber ein Teil des Puzzles fehlt. Woher wissen wir, ob die Vielfalt im Multiversum so groß ist, dass jeder Wert an dunkler Energie, inklusive des Wertes, den wir in unserem Universum beobachtet haben, irgendwo gefunden werden kann? Die Antwort darauf kam aus einem gänzlich anderen Bereich der Physik. Die Rede ist von einer bahnbrechenden Theorie, die sich aus der Erforschung des Universums auf kleinster Ebene ergibt. Wie wir wissen, setzen sich Atome aus Protonen und Neutronen zusammen, die aus noch kleineren Teilchen bestehen, namens Quarks. Aber die Physiker erkannten, dass das vielleicht noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Diese subatomaren Teilchen könnten sogar aus etwas noch kleinerem bestehen, aus winzigen, vibrierenden Energiefäden bzw. Schlaufen namens Strings. Dieses Konzept namens Stringtheorie besagt, alles, was existiert, besteht aus dieser einen Art von Bausteinen. Und genau wie die Saite eines Cellos verschiedene Töne produzieren kann, abhängig von ihrem Schwingungsmuster, können Strings abhängig von ihrem Schwingungsmuster viele verschiedene Eigenschaften annehmen und viele verschiedene Teilchen produzieren. Diese Theorie versprach eine elegante Einfachheit. Eine Weltformel, die alles erklärt, was uns in dieser Welt umgibt.
Die Stringtheorie war einfach und elegant. Berechnungen auf ihrer Basis würden die Welt ergeben, wie wir sie kennen. Aber diese wunderbare Theorie hat einen Haken. Die Gleichungen der Stringtheorie erfordern etwas, das gegen den gesunden Menschenverstand verstößt. Eine Eigenschaft, die das Tor zum Multiversum öffnen würde. Zusätzliche Raumdimensionen. Wir alle kennen die drei Raumdimensionen: Höhe, Breite und Tiefe. Doch bei der Stringtheorie sind das nicht die einzigen Dimensionen. Die mathematischen Gleichungen funktionieren nur, wenn die Strings sich nicht nur in diesen drei Dimensionen bewegen und schwingen, sondern sagen wir in sechs weiteren, in insgesamt neun Raumdimensionen. Wenn die Stringtheorie recht hat, wo sind dann diese Extradimensionen? Und wieso können wir sie nicht sehen? Nehmen Sie das Stromkabel einer Ampel. Von Weitem sieht es aus wie eine Linie, eindimensional. Aber wenn wir, sagen wir, auf die Größe einer Ameise schrumpfen könnten, würden wir eine andere Dimension finden, eine kreisförmige, um das Kabel herumlaufende Dimension. Und die Stringtheorie besagt, dass, wenn wir milliardenfach kleiner als eine Ameise wären, würden wir überall im Raum solche winzigen, aufgerollten Extradimensionen finden. Überall im Raum gibt es Extradimensionen, die in winzig kleine Knoten verknäuelt sind. Man kann sie nicht sehen, weil sie zu klein sind. Und die Form dieser Extradimensionen bestimmt die fundamentalen Eigenschaften unseres Universums. So wie die Luft, die durch ein Instrument wie das Waldhorn strömt, ein Schwingungsmuster hat, das durch die Form des Instruments bestimmt wird, so bestimmt die Form der Extradimensionen das Schwingungsmuster der kleinen Strings. Diese Schwingungsmuster bestimmen die Teilcheneigenschaften. Alle fundamentalen Eigenschaften unseres Universums könnten also durch die Form der Extradimensionen bestimmt sein. Wie diese Extradimensionen des Raums zusammengesetzt sind, gleicht in vielerlei Hinsicht einer Art DNA des Universums. Sie legt fest, wie sich das Universum verhält. So wie die DNA festlegt, wie ein Tier aussieht. Doch je mehr Stringtheoretiker danach suchten, desto mehr Varianten von Extradimensionen fanden sie. Und die Gleichungen ergaben keinerlei Hinweis darauf, welche die richtige Form ist, die mit unserem Universum korrespondiert. Die Zahl scheint astronomisch hoch zu sein. Manche wissenschaftliche Veröffentlichungen sprechen von 10 hoch 500, also 10 gefolgt von 500 Nullen, mögliche verschiedene Formen. 10 hoch 500 mögliche verschiedene Formen von Extradimensionen, die alle gleichermaßen gültig waren. Das schien widersinnig. Besonders für eine Theorie, die nach einer einzigen Gleichung zur Beschreibung unseres Universums suchte. Doch dann kamen einige Stringtheoretiker darauf, dass man das Problem ja auch ganz anders sehen könnte. Und das sollte der Idee vom Multiversum neues Leben einhauchen. 10 hoch 500 verschiedene Stringtheorien. Das klang nach einem kompletten Desaster. Wozu sollte eine Theorie gut sein, die 10 hoch 500 Lösungen hat? Das bringt einem überhaupt nichts. Tja, das machte die Stringtheoretiker etwas unglücklich, etwas deprimiert. Meine Reaktion darauf war damals: Das ist toll, das ist fantastisch, das ist genau das, wonach die Kosmologen suchen. Enorme Vielfalt von Möglichkeiten. Seid nicht unglücklich darüber. Das zeigt, dass die Stringtheorie extrem gut zur Kosmologie passt und zu all den interessanten Ideen über ein Multiversum. Indem sie diesen Vorteil der Theorie sahen, gelangten einige Stringtheoretiker zu der Überzeugung, dass jede der multiplen Lösungen der Stringtheorie für ein reales und sehr unterschiedliches Universum stehen konnte. Mit anderen Worten, die Stringtheorie beschrieb ein Multiversum und dazu ein extrem vielfältiges.
Zur allgemeinen Überraschung beschrieb die Stringtheorie sogar sehr gut immens viele verschiedene Lösungen, von denen jede einzelne mit einem möglichen Universum korrespondiert. Wir bekamen das Multiversum geschenkt. Die Stringtheorie und die Inflationstheorie gehen davon aus, dass diese Universen entstehen. Und die verschiedenen Universen hätten natürlich alle verschiedene Mengen an dunkler Energie. Den Gleichungen zufolge erstreckte sich die Menge der dunklen Energie in diesen verschiedenen Universen über eine so große Bandbreite an Werten, dass unser gemessener Wert mit Sicherheit auch darunter wäre. Die Stringtheorie hatte sozusagen nebenbei dieses Problem gelöst. Über ein Jahrzehnt nach Wilenkins und Lindes Idee von der ewigen Inflation wurde das Multiversum wieder aufgegriffen. Drei verschiedene Theorien deuteten nun in dieselbe Richtung. Ewige Inflation, dunkle Energie und Stringtheorie. So wie es drei Beine braucht, um einen Hocker zu stützen, stützen diese drei Theorien zusammengenommen das Argument, dass wir in einem Multiversum leben könnten. Wenn unterschiedliche Forschungsrichtungen alle auf einen Grundgedanken hindeuten, heißt das noch nicht, dass er richtig ist. Aber wenn alle Speichen eines Rades in dieselbe Richtung zeigen, scheint das doch ziemlich überzeugend. Heute wird das Multiversum heiß diskutiert. Es gibt immer noch viele Kritiker. Aber Verfechter des Multiversums wie Alex Wilenkin, Alan Guth und André Linde sind nicht mehr allein. Das Blatt scheint sich zu wenden. Diese Ideen sind jetzt in größerem Maße akzeptiert. Der Geist ist aus der Flasche. Man bekommt ihn da nicht wieder hinein. Aber wenn wir zu einem dieser anderen Universen reisen könnten, was würden wir dort zu sehen bekommen? Manche könnten sich gewaltig von unserem Universum unterscheiden und völlig andere Eigenschaften haben. Möglich wäre sogar, dass es in manchen Universen weder Licht noch Materie noch überhaupt irgendetwas Erkennbares gibt. Wieder andere Universen hätten vielleicht Eigenschaften, die denen, die wir kennen, nicht unähnlich sind, wo es aber völlig andere Lebensformen gibt, die vielleicht auf eine Art und Weise kommunizieren, die wir höchst bizarr finden. Und die mathematischen Berechnungen zeigen, wenn wir genügend dieser Universen besuchen könnten, würden wir irgendwann eines finden, das so ist wie unseres. Mit einer Milchstraßengalaxie, einem Sonnensystem und einer Erde. Bis auf einige kleine Unterschiede. In einem hat der Asteroid, der vor 65 Millionen Jahren bei uns die Dinosaurier auslöschte, diese Erde vielleicht verfehlt. Und die Evolution nahm einen anderen Verlauf. In einem anderen gibt es vielleicht eine Erde mit Menschen, die so sind wie wir. Nur besser im Multitasking. Aber es geht noch seltsamer. Irgendwo da draußen dürften wir eine genaue Kopie unseres Universums finden, mit Duplikaten von allem und jedem. Wie kann das sein? Wie könnte es im Multiversum genaue Duplikate von uns geben? Nehmen wir einmal dieses Kartenspiel. Es besteht aus 52 verschiedenen Karten. Und wenn ich sie ausgebe, erhält jeder ein anderes Blatt. Aber im Verlauf vieler, vieler Runden beginnen sich vielleicht irgendwann einige Kombinationen zu wiederholen. Denn bei 52 Karten gibt es nur eine begrenzte Kombinationsmöglichkeit. Wenn man also die Karten unendlich oft ausgibt, sind sich wiederholende Blätter unvermeidlich. Und im Multiversum gilt ein ähnliches Prinzip.
Denn gemäß der Naturgesetze ähneln die kleinsten Bausteine der Materie, die Elementarteilchen, im Grunde einem Kartenspiel. In jeder Region des Raums können sie nur in einer endlichen Zahl von Variationen angeordnet werden. Und wenn es eine unendlich große Anzahl von Universen gibt, dann müssen sich diese Anordnungen notgedrungen wiederholen. Und da jeder von uns nur aus einer bestimmten Anordnung von Elementarteilchen besteht, muss es irgendwo ein Duplikat geben. Von Ihnen und mir und jedem anderen. Das kann schon schockieren. Woanders bin ich vielleicht Rockstar und mein Leben ist viel besser. Oder schlechter, je nachdem, wie man das sieht. Alles, wofür ich nie Zeit gefunden habe, macht vielleicht gerade irgendwo anders mein Doppelgänger. Das ist schon deprimierend. Diese Vorstellung beraubt uns unserer Einzigartigkeit. Es ist die Konsequenz aus diesen Theorien und es scheint viel dafür zu sprechen. Doch Kritiker argumentieren, das Multiversum sei einfach eine dienliche Erklärung für Dinge, die wir nicht verstehen. Wie der winzige Wert der dunklen Energie und die enorme Zahl möglicher Formen der Extradimensionen in der String-Theorie. Das Problem dieser Theorie ist, sie erklärt nicht, wieso dunkle Energie so ist, wie sie ist. Sie sagt, reiner Zufall. Ich finde das nicht befriedigend. Man kann diese Theorie immer dann verwenden, wenn man keine bessere Erklärung hat. Andererseits betonen Verfechter des Multiversums, dass es manchmal einfach keine bessere oder tiefgründigere Erklärung dafür gibt, wie die Dinge sind. Zum Beispiel unsere Umlaufbahn um die Sonne. Der Abstand beträgt rund 150 Millionen Kilometer. Optimal für Leben. Wären wir der Sonne näher, wäre unser Planet zu heiß für die Existenz unserer Lebensform. Und wären wir weiter entfernt von der Sonne, wäre es zu kalt für Leben. Wieso befinden wir uns in dieser optimalen Position? Anfang des 15. Jahrhunderts fragte sich der berühmte Astronom Johannes Kepler genau dasselbe. Und er versuchte jahrelang, eine physikalische Begründung zu finden. Irgendein Naturgesetz, das bedingt, dass die Erde genau diesen Abstand von der Sonne entfernt sein muss. Aber Kepler fand es nie, weil es nicht existiert. Es gibt kein physikalisches Gesetz, das genau diesen Abstand der Erde zur Sonne bedingt. Es ist nur eine von vielen Möglichkeiten in einem Universum, das voll von Sonnensystemen ist. Es ist kein ganz besonderer Zufall. Nein, da draußen gibt es einfach unheimlich viele Planeten. Und andere geben zu bedenken, dass wir viele fundamentale Eigenschaften unserer Welt nie wirklich begreifen werden, wenn wir nicht die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir in einem Multiversum leben. Natürlich, wenn wir eine gute physikalische Erklärung hätten, wären wir viel glücklicher. Wir müssen unter Umständen damit leben. Es gibt kein Naturgesetz, das besagt, dass theoretische Physiker glücklich sein müssen. Es ist eine Hypothese, die führende Hypothese, weil niemand eine andere Hypothese parat hat, die gleich viel Sinn ergibt. Das Multiversum, eine verlockende Möglichkeit. Aber ohne experimentellen Beweis, sollten wir da an seine Existenz glauben? Glauben können wir gar nichts, bis es durch Beobachtungen oder Experimente untermauert ist. Aber wir haben im Laufe der letzten Jahrhunderte erlebt, dass die Mathematik ein trittsicherer Führer ist zum Wesen von Dingen, die wir noch nicht sehen, beobachten oder experimentell untersuchen können. Mathematische Gleichungen haben auch schwarze Löcher vorhergesagt, lange bevor wir sie beobachten konnten. Und mathematische Gleichungen beschreiben, dass es diese anderen Universen gibt. Das heißt nicht, dass sie recht haben, aber sie führen oft zu einem tieferen Verständnis der Wirklichkeit. Wenn man es nicht glauben will, ist das völlig in Ordnung, weil wir bis jetzt noch keinen Beweis dafür geliefert haben. Und in der Wissenschaft geht es um Beweise und nicht um Glauben. Einige Wissenschaftler denken, dass wir den Beweis für ein Multiversum durchaus finden könnten.
Laut ihrer Theorie könnte unser Universum bei der Entstehung mit einem anderen Universum kollidiert sein. Die Kollision könnte einen Abdruck in Form von Wellen in der kosmischen Hintergrundstrahlung hinterlassen haben. Ein Relikt aus der Frühzeit des Universums. In 100 Jahren werden wir wohl wissen, ob diese Ideen richtig oder falsch sind. In 100 Jahren wird das vielleicht eine amüsante Episode sein. Wir wissen es nicht. Aber wenn man nur an dem arbeitet, was bereits etabliert ist, wird man nicht an den nächsten Entdeckungen teilhaben. Wenn wir das Multiversum tatsächlich verifizieren, würde es unser Weltbild so stark verändern, wie es Kopernikus vor 500 Jahren getan hat, mit dem heliozentrischen System. Und für manch einen würde das Multiversum wohl unseren endgültigen Abschied vom Mittelpunkt des Kosmos bedeuten. In jedem Fall sollten wir uns glücklich schätzen, dass wir das überhaupt können, das Universum verstehen. Es ist eine tolle Reise und es ist gut, dass wir sie kontrovers angehen. Keine Ahnung, wohin sie führt. Was bedeutet das nun alles? Gibt es unendlich viele Duplikate von uns und allem anderen? Und existieren sie gleichzeitig in unendlich vielen Paralleluniversen? Ist das Multiversum eine neue kopernikanische Revolution? Wir wissen es nicht. Noch nicht. Doch sollte sich die Theorie, dass wir in einem Multiversum leben, als richtig erweisen, wären wir Zeugen eines äußerst aufregenden und dramatischen Umbruchs in unserem Verständnis des Stoffes, aus dem der Kosmos ist.